Und herzlich willkommen zurück hier am Kopfkanal zum nächsten Part von der Royal Rumble. Dem Decider, wie Kane schon letztes Mal gesagt hat. Wenn es mal geschafft hat. Wie ist es denn gekommen? Richtig. Und damit auch von mir aus willkommen zurück beim Royal Rumble. Willkommen zurück aus der prestigeträchtigsten Arena der Welt, dem Madison Square Garden in New York City. Und das Match? Ja, es ist vielleicht unter anderen Umständen noch größer, aber trotzdem hat es einiges an Gelegenheiten. Denn was wir haben, ist den Entscheidungskampf. Denn für diejenigen, die entweder SmackDown nicht verfolgen oder unter einem Stein leben, nochmal ganz kurz gesagt, wir sind im SmackDown World Cup und wir haben 4 Gruppen. Die Europa-Gruppe, die Gruppe Asien und Ozeanien, die Lateinamerika-Gruppe und die Nordamerika-Gruppe. Letzteres ist hier vertreten und jeder dieser 3 Männer hat einen Sieg für sich beanspruchen können. Und wir sehen das Ganze gerade nochmal im Backstage-Bereich. Wir sehen die Jungs, wie sie sich warm machen und wir sehen einen Apollo Crews relativ alleine auf sich bereitgestellt. Wir sehen einen Kenny Omega, der relativ allein ist, hat vorher etwas Unterstützung von den Young Bucks bekommen. Wir sehen es gerade im Backstage-Bereich noch ein bisschen, bevor er herauskommt. Natürlich muss er alleine hier sein, Kenny Omega. Und ganz am Ende haben wir Darby Allin und damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Darby Allin sehen wir zumindest kurzfristig in einer kleinen Unterhaltung mit Indy Hartwell. Da gab es auch seine Geschichte in den letzten paar Wochen. Eine Indy Hartwell, die ja sehr angeschlagen war nach der ganzen Sache mit Dexter Lumis und der Verhaftung. Von Dexter haben wir bis heute immer noch nichts Neues gehört. War nicht uninteressant. So ein bisschen Vorbereitung für alle 3. Aber ich glaube, ich habe jetzt genug erzählt. Kuba, was winkt denn für den Sieger in diesem Match? Das ist natürlich eine gute Frage, Katie. Lustigerweise im ersten Moment noch nichts. Denn es geht nur um einen, wenn ich jetzt mal illustrieren, Gruppensieg hier von der Nordamerika-Gruppe. Aber der Gewinner darf dann direkt in der SmackDown nach dem Royal Rumble in einem Fatal 4-Way antreten. Und wenn er diesen Fatal 4-Way gewinnt, der ist einen Schritt näher daran, nicht nur den World Cup zu gewinnen von SmackDown, sondern auch den World Champion, den WWE Champion herauszufordern. Von daher, es steht viel auf dem Spiel. Man möchte natürlich so weit wie möglich kommen. Und deswegen, wir haben hier wirklich 3 Männer, die, sagen wir mal, jeder hat einen Sieg geholt. Und alle 3 hätten das Potenzial, große World Champions hier bei uns sein zu können. Von daher, wer weiß, ne? Ich bin wirklich gespannt, wie dieses Triple Threat Match ausgeht. Ich bin mir ziemlich sicher, ich nehme es jetzt mal vorweg, ich denke mal, dass es dennoch ein Kenny Omega gewinnt, denn wir haben ja gesehen, Kenny war so ein bisschen abgelenkt beim Match gegen Darby, war ein bisschen unkonzentriert, aber jetzt ist ja Kota wieder zurück aus dem Urlaub, das heißt, ich glaube, er kann sich jetzt auf diese ganze World Cup-Angelegenheit wieder konzentrieren, mit voller Aufmerksamkeit, von daher, schauen wir mal. Richtig, deswegen auch kurz zusammengefasst, Darby hat ja das Match gegen Kenny gewonnen. Kenny gegen diesen Mann hier Apollo und Apollo gegen Darby. Deswegen jeder mit einem Sieg. Und der Sieger aus diesem Match, bevor ich das Mikrofon an die anderen abgebe, ist im Fatal 4-Way. Die anderen 3 Gruppensieger sind einerseits Will Ospreay. Er hat ja die Entscheidung gegen A-Kid gewonnen letzte Woche im Europa-Block. Jay White. Vor 2 Tagen oder so. Richtig, vor 2 Tagen, vor 48 Stunden, wenn man so möchte. Jay White und Damian Priest, vielleicht als kleine Überraschung, würden manche behaupten, im Lateinamerika-Block. Richtig. Dann, anderen dürfen gerne auch jetzt spielen. Na gut, schauen wir mal, ne? Ich meine, sagen wir mal so, wahrscheinlich wird keiner von denen dann irgendwas groß reißen. Aber sagen wir mal so, wenn es darum geht, wir haben immer einen drin, der sich immer ein ehemaliger Champion nennen darf. Ein Prinz. Zwei. Ja, den anderen, das war so irrelevant, das habe ich schon wieder vergessen. Egal, anderes Thema. Aber sagen wir so, wir haben einen Prinzen da, einen Champion, der auf jeden Fall sich begeistert hat. Sagen wir ehrlich, wer gewinnt das? Natürlich dieser Mann hier, Apollo Crews. Wollen wir nicht lange diskutieren. Die 3 könnten ja eigentlich nicht unterschiedlicher sein in Kenny Omega, was der schon erreicht hat in seiner Karriere und seinen Up-and-Downs in der WWE.
Ja, Darby Allin ist immer so ein Überraschungspaket, da kann richtig viel bei rumkommen, da kann aber auch absolut gar nichts bei rumkommen. Der Apollo Crews hat er in der Vergangenheit auch schon oft gezeigt mit seiner UK-Title Reign, besonders was in ihm steckt, was er alles reißen kann, wenn er will, wenn die Motivation stimmt, etc. an allem. Von daher ist es schwer, hier einen Sieger zu geben, aber ich stimme da Daniel tatsächlich zu. Ich sehe hier in ja, der Universe History auf jeden Fall Apollo Crews als den erfolgreichsten Mann. UK-Champion, European-Champion, er hat die Chamber damals gewonnen, sein Titel da drin verteidigt, was Daniel schon alles in der WWE gezeigt hat, unglaublich. Und ich glaube, dass hier mal Zeit ist, dass es für ihn wieder nach oben geht. Okay, Bernie, Cody. Ja, ich gehe hier mal mit den eher überraschenden Tipp, nämlich mit Kenny Omega. Er duckt sich schon der Klaus halt drunter weg. Ja, was war? Okay. Dann nehme ich den überraschenderen Pick und denke, ja, an Kenny Omega würde ich das Ganze gönnen, wenn er das gewinnt, vor allem nach der ganzen Geschichte einem Apollo. Schön. Dem gönne ich das natürlich auch, aber ich glaube, da Ehrenrunde, der zweite Ehrenrunde. Was jetzt? Okay, Kenny. Oh. Okay, einmal spannender machen. Und dann, dieser Royal Rumble Ring ist echt nicht gut für Kenny Omega. Nee. Irgendwie ist dieser Pay-Per-View verhext. So viel ist anscheinend, ja. Scheint nicht Kennys dummes Ziel zu sein. Genau, ich bin nochmal Kenny beim Weg gelaufen, der war definitiv, hatte schon, ich glaube, PTSD hat so ein bisschen getriggert, als er auf dem Weg, sollte ich nachhelfen? Wow. Ich weiß aufgefangen in den German. Ich weiß nicht, ob er den begegnet hat. Eigentlich haben wir ja normalerweise Booker T als Ehrengast noch eingeladen. Vielleicht haben den ja auch noch getroffen. Ja, kann sogar sein. Booker T war ja auch bei der SmackDown vor 2 Tagen schon da und hat die 3 Kandidaten für das World Title Match interviewt bei SmackDown. Und den World Champion natürlich. Mit Erfolg Crucifix, jetzt der Pin von Darby. Nein. Deswegen, ich kann auch noch mal ein bisschen als Kontext sagen, ja, von den Accolades, von den Erfolgen, von den Regentschaften ist Apollo Crews ganz klar der Favorit. Aber vom jetzigen Momentum ist Apollo Crews doch gerade eher in einer Schaffenskrise. Dennis läuft umgedreht wirklich seit... Kenny Omega. Genau. Dennis läuft seit Woche 1 nicht so gut für Apollo. Hat den ersten Main Event gegen Kota damals verloren, kam nicht zum Money Bank rein. Auch in der Gruppe lief es dann am Anfang nicht so gut. Also ein bisschen Apollo ist gerade noch, muss sich wiederfinden, muss seine alte Stärke wiederfinden. Und dagegen ist Kenny Omega gerade ein bisschen on fire, hat große Siege gehabt, sagen wir mal so. Und ja, bei ihm läuft es gerade eher besser. Deswegen daher kam da so ein bisschen mein Tipp vom jetzigen Momentum. Aber klar, wenn wir sagen, wir haben hier, quasi alle und 3 Second... mit dem DDT jetzt. Sehr schön. Aber wenn man muss auch sagen, in einem Triple Threat Match kann ja auch alles möglich passieren. Natürlich, natürlich. Aber was man nie vergessen... Omega verpasst Darby Allin den V-Trigger und Apollo Crews schmeißt einfach Omega raus und covert Allin. Oh, Code Red! Du musst nicht gut sein, du musst einfach nur am richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Das stimmt, das ist richtig. Richtig. Das ist alles möglich. Und was man im Endeffekt nie vergessen darf, Kenny Omega hat auch immer verkackt, wenn es drauf ankam, bei den großen Matches, von dem das wird hier wieder passieren. Und ich meine, eine Sache, die man noch... Von Darby Allin, ja, Apollo schlau aus dem Ring, ja, ausgewichen von und? Darby ja in den nächsten... Ja, schön. Eine Sache, was die ich auch mal... Wenn es im Single-Bereich war, dann hast du recht, Daniel. Jetzt wieder der Coffin Drop vielleicht? Ja, Coffin Drop ist verfehlt. Ich möchte nur mal eine Sache anmerken, ich finde es echt nicht gut, wie SmackDown jemanden, der aus Afrika kommt, wirklich nicht mit Respekt behandelt, ist ein Unding. Schau auf den Pass. One Ring nix. Konto in die Hurricane Rana. Schau mal auf den Pass von Apollo Crews. Ich meine, wir haben ihm auch angeboten, nicht im World Cup dabei zu sein. So ist es nicht. Ja, ihr habt ihn dazu genötigt, dass er überhaupt das zugeben muss. Wir haben ihm zu gar nichts genötigt. Wir haben ihm die Option gegeben, Apollo. Mhm. Wir sehen, was auf deinem Pass steht. Und wenn du das nicht akzeptieren möchtest, dann kannst du gerne auch den Platz für einen wahren Nordamerikaner freilassen, wenn du dich so nicht siehst. Apollo hat sich dafür entschieden, dennoch in dieser Gruppe anzutreten. Wie gesagt, weil er dazu erpresst wurde, weil er sonst gar nichts hätte. Ja, das ist so das, was mir gerne ignoriert. Wir geben ihm die Möglichkeit. Ist besser als das ist jetzt ein Splash. Yes. Rock Splash. Schön. Kenny und was ist das? Aber das könnte schon gewesen sein. Apollo. Nein. Ist 2. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn Apollo diesen World Cup gewinnt, dann wird er nicht davon reden, dass er hier erpresst wurde und dass es ihm schlecht geht. Ganz im Gegenteil, dann wird er sich freuen. Von da, schön. Schöner Move von Darby. Wie gesagt, jeder setzt seinen Akzent in diesem Match. Der Ref steht im Weg. Der Ref blockiert das Ganze, der ist gerade ein bisschen... Liegt Apollo liegt im Weg. Ja. Hin und her, auf die Schultern jetzt. Und geht's in die Seile? Ja. In die Seile.
Und es ist natürlich wieder ein Triple Threat. Zwei bekämpfen sich und Apollo genießt gerade ein klein bisschen Pause. Es sei denn, deswegen. Kenny Omega sitzt nach. Jetzt will er eingreifen. Deswegen, ich hätte. Und? Olympic Slam! Olympic Slam! Slam. Arm ist nicht im Seil. One, two, nein! Kickout! Fast abstauben können, hier, wenn man so nennen möchte. Richtig. Oh, und jetzt Apollos Kraft natürlich immer wieder absolut beeindruckend. In den Turnbuckle. Ja, man ist ein Paket. Und der Shooting Star Press. Oh ja, wunderschön. Immer wieder. Dropkick. Kann er abschrauben? Einfach ins Leere geschoben. Ja. Deswegen, weil wie gesagt, deswegen, man muss ja sagen, ne, klar, natürlich, Daniel hat keinen Smackdown mehr geschaut, seitdem er nicht mehr da ist, aber bei Kenny läuft es, wie gesagt, immer wirklich gut. Von Pay-Per-View zu Pay-Per-View, von Match zu Match, er baut sich, sagen wir mal, seine Reputation wieder auf. Oh, Konter. Boah. Schöner Back-Suplex. Ja, was man auf jeden Fall für ihn hoffen kann, dass er nicht... Dragon Suplex. Not bad. Snap und wenn jetzt der One-Winged Angel kommt, dann sieht's zappenduß aus. Darf ich mal anmerken, dass anscheinend der V-Trigger auch nicht mehr wirklich krass ist, seit er eine WWE ist? Anscheinend reißt er wohl gar nicht mehr mit dem Ding. Das ist der One-Winged Angel, Big E ausgekickt, Darby Allin. Das zeigt, glaube ich, auch die Qualität, die Willenskraft, die die hier haben. Normalerweise ist der One-Winged Angel die Entscheidung. Entweder das oder Kenny hat nachgelassen. Was wahrscheinlich auch eher wahrscheinlich ist. Darby Allin. Wer weiß, wer weiß. Aber das er gibt nicht auf. Spear? Einfach mit dem Headbutt. Nee, Clip. Okay, sah schon aus wie ein Spear bisher, aber gut. Deswegen, das war eigentlich die perfekte Chance für Kenny. Wenn es hier nicht für ihn erfolgreich ausläuft, dann würde er an diesen Moment zurückdenken. Wo Darby mit schierer Willenskraft nur ausgekickt hat. Unglaublich. Typisch, klassischer Apollo mit dem Flexen. Das könnte jetzt aber ein Fehler sein. Ist hier den Form. Elbow. Warte mal. Nein, auf wieder Apollo schlau gemacht. Nein. Ja. Einfach ich glaube schon das zweite Mal ist so dem Coffin Drop entkommen. Kassiert jetzt aber die Stomps von Kenny Omega. Oh, wird hier ausgechoked. Sogar der Ref greift doch nicht ein. Der geht ins Leere, Roll-Up! Roller? Nein! Nein! Aber Darby jetzt Omega mit dem Moment. Dress! Sunset-Flip! Und jetzt vielleicht Coffin-Drop! Jetzt kommt Apollo! Coffin-Drop zieht ihn weg! Trifft! Trifft trotzdem! Er sitzt! Und das könnte jetzt der Abschrauber sein! Cruise, der wollte ihn wegziehen! Kommt doch Omega! Nein! Er nützt es aber nicht. Jetzt kümmert er sich aber um Olympic Slam. Nachsetzen, vielleicht das der Sieg für Apollo. One, das muss es gewesen sein. Das war's. Apollo Crews gewinnt dieses Match und ist eine Runde weiter der Gruppensieger des Nordamerika-Blocks. Und jetzt wird keiner davon reden, der arme Apollo wurde so schlimm behandelt. Er ist Gruppensieger, er ist eine Runde weiter und er wird sich sehr darüber freuen. Jetzt bin ich mir sicher. Sag mal so, es war abzusehen, ne? Die Chancen standen für ihn und hat nur bewiesen, dass er der Beste in Ring ist. Was eigentlich davor schon klar war. Von dem her, eigentlich hätte man sich das Turnier auch sparen können, direkt Apollo Crews diesen Spot geben können, aber das wäre jetzt einfach gewesen anscheinend. Naja, whatever. Also von. Und da grinst, seht ihr, da grinst er in die Kamera. Natürlich sehr zufrieden mit dieser Leistung. Natürlich jetzt die Freude. Das heißt. Die erste Hürde für Apollo ist geschafft, die zweite steht bevor uns damit nächste Woche bei SmackDown, natürlich im Main Event, wie sollte es anders sein, die vier Gruppensieger gegeneinander. Will Ospreay, Jay White, Damian Priest und Apollo Crews. Oh ja, deswegen, ich hab's ja gesagt, bei Apollo lief es nicht in den letzten Monaten, er versucht sich selbst hier wieder zu finden mit dieser neuen Identität, der Nigerian Royalty und es scheint jetzt langsam endlich mal zu zünden und das wäre natürlich ein riesiger Erfolg für ihn, wenn er hier diesen World Cup quasi wirklich für sich dann entscheidet in den folgenden Wochen und das wäre dann wirklich die Aussage hier, ich war ehemaliger European Champion, ich war ehemaliger United Kingdom Champion, einer der besten United Kingdom Champions aller Zeiten und jetzt dann auch noch WWE Champion, das wäre eine Geschichte. Schauen wir mal. Ja, was kommt als nächstes? Ja, als nächstes, ja, was kommt denn da? Also, es ist eine Sache, sagen wir mal so, wo man schon
ein paar Leuten sind, bei denen es nicht so lief. Mal gucken, ob es bei denen wieder besser läuft. Das Hard Business ist jetzt hier im Start quasi und tritt an gegen die Alpha Academy, die sie ja so ein bisschen im Clinch hatten und eventuell eine große Chance für die wartet. Schauen wir mal, ob das Hard Business sich zurückkämpft. Ich weiß ja nicht. Egal, man sieht sich. Ciao. Ciao. Ciao.